Vor etwa 2 Jahren veröffentlichte ich auf meinem Kanal ein Video zum Thema, wie funktionieren Schaltnetzteile. Und es gab da so viel positives Feedback und auch der Wunsch nach einem weiteren Video bestand. Und jetzt ist es endlich soweit. Es gibt ein weiteres Video zum Thema, wie funktioniert ein Schaltnetzteil. Und ich werde euch anhand von einem Schaltplan hier Bauteil für Bauteil erklären, wie dieses Schaltnetzteil funktioniert. Ich habe mir dafür wirklich viel Zeit genommen. Das war einige Tage an Vorbereitungszeit, denn ich musste ja hier einen Schaltplan anfertigen. Also ich habe hier ein Reverse Engineering betrieben. Das bedeutet hier wirklich die Leiterbahn Bauteil für Bauteil verfolgt. Und so konnte ich dann hier am Computer einen Schaltplan zeichnen. Und wir können jetzt dieses Netzteil besprechen. Das hier ist ein Halbbrücken-Gegentaktwandler, also eine andere Art von Schaltnetzteil. Denn in dem Video vor 2 Jahren, da ging es um den Sperrwandler. Und der Sperrwandler ist ein klassisches Schaltnetzteil für kleine Geräte, also für Leistungen bis maximal 150 Watt. Und der Sperrwandler wird dann zum Beispiel bei den Ladegeräten eingesetzt oder bei kleinen Fernsehgeräten. Wenn es dann etwas mehr Leistung sein soll, dann findet man gerne einen Halbbrücken-Gegentaktwandler. Das ist das, was wir uns heute ansehen. So etwas findet man zum Beispiel bei Desktop-Computern im Netzteil oder auch bei Geräten, die einfach eine größere Leistung haben. Es gibt dann auch Netzteile im Kilowattbereich. Das sind das dann Vollbrücken-Gegentaktwandler. Vielleicht sehen wir uns auch so etwas einmal an, wenn ihr euch das wünscht, wenn ihr euch das gerne ansehen wollt. Nächstes Jahr vielleicht einmal. Ja, und das ist jetzt so der mittlere Bereich. Also dieses Netzteil hier liefert 24 Volt und 10 Ampere. Das sind 240 Watt. Aber jetzt genug zu dem. Es gibt noch ein kurzes Intro und dann legen wir gleich mal los. Wir sehen hier die ausgebaute Leiterplatte mit allen Komponenten und wir werden jetzt hier verschiedene Messungen durchführen und das auch alles dann Bauteil für Bauteil in den nächsten Videos besprechen. Ich möchte noch ein paar Sicherheitshinweise loswerden, also bitte hier wirklich immer vorsichtig bei so einem Netzteil sein. Es sind hier sehr hohe Spannungen vorhanden, 230 Volt effektiv, also die Netzspannung bzw. nach den Gleichrichter sind das sogar über 300 Volt, die wir in so einem Schaltnetzteil vorfinden und da kann man schon einen ordentlichen Stromschlag bekommen. Achtet auch darauf, diese Netzkondensatoren, die können die Spannung noch eine Zeit lang halten, auch wenn das Netzteil nicht mehr in Betrieb ist bzw. schon vom Netz genommen wurde. Wenn ihr hier Reparaturen durchführt oder Umbauten durchführt, dann seid ihr dafür verantwortlich und ihr müsst auch sicherstellen, dass danach das Netzteil wieder funktioniert und dass alle Sicherheitsvorschriften eingehalten wurden. Das gilt auch für die Bauteile, die ausgetauscht werden. Zum Beispiel ein Kondensator, wenn da ein anderer hineinkommt, der muss dieselbe Kapazität haben, der muss dieselbe Spannungsfestigkeit haben, auch die Temperatur muss passen. Es kann auch höher sein von der Temperatur her, ist nie ein Nachteil. Und dann seid ihr hier auch wirklich auf der sicheren Seite. Also macht das bitte nur, wenn ihr auch hier wirklich über die entsprechenden Kenntnisse verfügt. Ich will wirklich niemanden davon abhalten, so ein Netzteil zu öffnen, einmal nachzusehen, denn das hat auch einen großen Lerneffekt. Aber seid euch hier immer bewusst, dass ihr dafür verantwortlich seid, wenn da irgendein Schaden entsteht. Sehen wir uns hier einmal die wichtigsten Komponenten an. Zuvor noch eine Sache vom letzten Video, weil da einige gefragt haben, warum ich mich für so ein Netzteil entschieden habe. Das hat einfach den Grund, dieses Netzteil hat keine SMD-Bauteile und da kann man dann im laufenden Betrieb Messungen besser durchführen. Im ersten Teil werden wir uns den Netzeingang ansehen. Das umfasst hier einfach die Klemmen, die Sicherung, das ist soweit alles klar und dann das Netzfilter. Und es gab ja da den Wunsch, dass ich da etwas ausführlicher auf dieses Thema nochmal eingehe und das habe ich diesmal auch beachtet und deswegen gibt es auch hier schon ein paar erste Messungen. Das wird ein längeres Thema, generell hier dieser Netzeingang, wie diese Drosseln und diese X- und Y-Kondensatoren, wie die funktionieren und wofür die auch notwendig und sogar
vorgeschrieben sind in so einem Schaltnetzteil. Dann geht es auch im gleichen Video wieder weiter mit der Gleichrichtung. Wir wissen ja, wir müssen hier aus der Wechselspannung dann eine Gleichspannung erzeugen und dann gibt es hier zwei Kondensatoren, die dienen als Puffer, als Speicher und wir haben auch hier eine Besonderheit bei dem Netzteil, nämlich eine einstellbare Betriebsspannung, also einen Spannungseingang und der kann gewählt werden zwischen 110 bzw. 115 Volt und 220 bzw. 230 Volt. Ist auch eine Besonderheit, hat nicht jedes Netzteil. Das ist einmal der erste Teil, wird schon ein langes Video. Dann gibt es ein etwas kürzeres Video. Das wird der zweite Teil. Da besprechen wir dann die Treiberstufe. Das ist ja hier ein Halbbrücken-Gegentaktwandler. Also eine andere Art. Im anderen Video, da war es ja der klassische Speerwandler. Hier haben wir eine Halbbrücken-Gegentaktstufe, eine Treiberstufe. Das sind hier zwei Transistoren, daran erkennt man das und die schalten ja abwechselnd die Primärwicklung vom Hauptübertrager. Der Hauptübertrager, das ist der große rote Baustein hier. Es ist jetzt ein Transformator, aber nicht so ein herkömmlicher Transformator jetzt mit einem Eisenkern, sondern der hat hier mehrere Wicklungen und ist hier von der Bauform auch deutlich leichter. Der ist ja dafür zuständig, dass dann die Energie von der Primärseite galvanisch getrennt zur Sekundärseite übertragen wird, also zur zweiten Wicklung. Und dann muss aber hier die Treiberstufe das immer so steuern, dass hier genau so viel Energie auch übertragen wird, wie auf der Sekundärseite auch benötigt wird. Es gibt ja immer eine galvanische Trennung. Und deswegen gibt es auch hier noch einen zweiten Übertrager, der die Steuersignale von der Regelung, das ist ein BWM-Controller, galvanisch getrennt weitergibt zur Treiberstufe. Das ist hier dieser grüne Baustein. Das ist ein kleiner Übertrager, ein Hilfsübertrager, hat aber auch mehrere Wicklungen. Ja, dann sehen wir hier noch zum Schluss einen Gleichrichter, das ist dann der dritte Teil, das wird auch wieder ein längeres Video. Die Gleichrichtung ist schnell erklärt mit der Speicherspule, mit den Kondensatoren, mit der Schottky-Diode, mehr ist ja da eigentlich nicht. Und dann ist noch ein großer Teil die Regelung. Also hier wird ja immer die Spannung gemessen, aber auch der Strom. Und je nachdem, wenn die Spannung sinkt oder wenn die Spannung steigt, bedeutet das ja, dass es hier einen Lastwechsel gab, dann muss diese Regelung hier, das ist ein BWM-Controller, der muss dann entsprechend den Duty Cycle, so nennt man das, also diesen Tastgrad, ändern. Und das macht er über den Hilfsübertrager, galvanisch getrennt, wo er dann diese Treiberstufe entsprechend steuert. Ja, das ist hier mal so generell der Aufbau von diesem Netzteil. Eine Besonderheit gibt es hier auch noch, es gibt keinen Optokuppler, so wie beim letzten Video, denn die komplette Regelung, also auch das Netz-IC, wobei hier ist es ja nicht wirklich ein Netz-IC, das ist alles hier auf der Sekundärseite. Das ist eine Besonderheit, hat auch nicht jedes Netzteil. Und wir haben hier nochmal zur Wiederholung die galvanische Trennung, also das hier ist die Primärseite und das hier ist die Sekundärseite. In den nächsten zwei Wochen gibt es alle paar Tage hier auf meinem Kanal einen weiteren Teil. Also das sind drei Teile und diese Videoreihe dauert etwa 1,5 Stunden. Also das ist die Zeit, die ihr euch dafür nehmen müsst. Aber am Ende wisst ihr dann genau, wie so ein Schaltnetzteil funktioniert. Und das hilft euch dann bei der Reparatur, denn es ist einfach leichter, wenn man hier weiß, wie so ein Schaltnetzteil arbeitet, was so die einzelnen Komponenten hier machen. Denn bei den meisten Schaltnetzteilen bekommt man ja keinen Schaltplan. Und wenn man dann aber weiß, wie das so in etwa aufgebaut ist, ist das natürlich auch alles viel leichter. Auch ich habe mir hier wirklich viel Zeit genommen, aber ich mache das gerne, denn bei dem letzten Video vor 2 Jahren, also beim Speerwandler, da gab es so viel positives Feedback und so viele Leute haben sich auch hier wieder gewünscht, dass ich da noch ein weiteres Video mache und jetzt ist es soweit. Ja, also dann lasst gerne ein Abo da, dann seid ihr auch sofort informiert, wenn es mit dem ersten Teil losgeht, beziehungsweise wann ein weiterer Teil online geht
Und wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder. Da beginnen wir dann hier bei Teil 1 mit dem Netzeingang und den Gleichrichter.